Nachdem Schauspieler Per Kusmak seine große Liebe Janni Hönscheid in einer Dating-Show kennenlernte, krempelte er sein Leben komplett um. Die beiden wohnen aktuell mit ihren 3 Kindern auf Mallorca. Als Life-Coach versucht Per, anderen Menschen zu helfen. Auf Instagram gewähren Janni und Per regelmäßig einen Einblick in ihr Familienleben. Zum Weltfrauentag teilte der 46-Jährige jetzt jedoch einen nachdenklichen Post. Unter einem Porträt mit ernstem Blick gesteht er: Häusliche Gewalt hat viele Gesichter. Ich bin eines davon. Weiter erklärt Per: Auch ich habe schon die Gewalt meiner Stimme und Worte benutzt, um mich und meine Meinung innerhalb einer Beziehung Frau gegenüber durchzusetzen. Auch dieses Verhalten zähle klar zu häuslicher Gewalt und sei nicht in Ordnung. Ich schäme mich im Nachhinein dafür. Mit Wut umzugehen ist lernbar und war für mich wichtig, um in Frieden gleichberechtigt miteinander leben zu können. Denn eins ist klar, gegen psychische Verletzungen helfen keine Blumen. Von seinen Fans bekommt Per vor allem Lob für seine Aufrichtigkeit. Starker Beitrag und mein größter Respekt zu deiner Selbstreflexion, meint eine Userin. Ein anderer Follower findet: Das haben wir bestimmt alle schon getan und du hast vollkommen recht. Wir sollten mehr reflektieren und vor allem denken, bevor wir sprechen.